Hi, ich bin Leo und im heutigen Video geht es um meinen allgemeinen YouTube-Workflow. Viel Spaß! Kurz vorweg, ich werde hier nur das, was man auch auf diesem Kanal sieht, behandeln. Also nicht mehr meine Vlogs oder Kurzfilme. Ich habe jetzt zwei Projekte offen. Einmal ein Montage-Video und einmal ein normales Video. Das letzte Video aus der PC-Bildreihe findet ihr da oben. Aber fangen wir ganz am Anfang an. Irgendwoher muss ich ja meine Videoideen bekommen. Häufig sind das einfach Sachen, die mir im Kopf sind. Bei der PC-Bildreihe hat sich das halt so ergeben, dass ich diesen PC zusammengebaut habe und gedacht habe, ja, da kannst du dann auch super Videos drüber machen. Und die Anzahl der Videos hat sich dann halt in der Vorproduktion ergeben. Ansonsten die Basics-Reihe überlege ich mir immer so, was könnte interessant sein, wie baut das Ganze aufeinander auf. Die Filmemacher-Sollten-Reihe findet immer so statt, wie ich halt gerade eine Idee habe, was Filmemacher sollten. Aber ihr könnt natürlich auch immer gerne unten in die Kommentare irgendwelche Video-Wunschvorschläge reinschreiben. Ich werde mich, sofern es möglich ist, darum kümmern. Jedes Video fängt in diesem Buch an. Also zumindest jedes Video auf diesem Kanal. Das ist mein schlaues blaues Buch. Hier sind einfach nur Notizen drin für Videos, was ich sagen will, vielleicht ein paar Zahlen, Namen, die erwähnenswert sind, die ich nicht immer alle auswendig kann. Ich skripte meine Videos überwiegend nicht. Also natürlich meine Kurzfilme, die müssen geskriptet werden, weil ansonsten so einen kompletten Tag ohne Skript drehen habe ich schon gemacht. Da kommt nichts Gescheites bei raus. Ich skripte allerdings auch meine Reviews einfach nur, damit ich da genau weiß, was ich sagen will. Dann kann ich mir vorher schön überlegen, okay, gut, dann habe ich genau die Überleitung, und mit Überleitung tut man sich ja allgemein relativ schwer, vor allen Dingen in Reviews finde ich teilweise echt schwer, die Kurve schön zu kriegen. In diesen Videos ist es relativ einfach, weil ich einfach sowas sagen kann, wie kommen wir jetzt zum zweiten Teil, und zwar der Produktion. Die findet meistens bei mir zu Hause im Zimmer statt, beziehungsweise draußen irgendwo im Umkreis, dass ich da mit dem Fahrrad hinfahren kann. Ich habe dann meinen Low-Pro-Rucksack. Da kommt dann alles rein, was ich brauche, also mein Kameramikrofon, dann mein Lavalier-Mikrofon, meine Kamera, gegebenenfalls noch eine Flycam oder ein anderes Rig, wenn ich es brauche, meine Sonnenbrillen. Ich habe eigentlich immer bei solchen Sachen noch eine Ersatzsonnenbrille dabei, für den Fall, dass irgendwas sein sollte, dann noch Filter, falls ich sie brauche, also wenn ich weiß, der Tag ist relativ bewölkt, oder bei dem Video kann ich auch offenblendig drehen, weil ich sowieso irgendwie 5 Meter von der Kamera entfernt stehe, muss ich keine ND-Filter mitnehmen, aber ansonsten habe ich auch immer ein Packen ND-Filter dabei. Dann drehe ich das ganze Video anhand von den Notizen aus meinem schlauen blauen Buch. Und dann radel ich zurück in mein wunderschönes Studio, beziehungsweise mein Zimmer, was halt auch mein Studio ist. Da springen wir jetzt rüber an meinen PC. Hier habe ich 3 Festplatten verbaut. Einmal meine Systemfestplatte, auf der die ganzen Programme laufen. Dann meine Schnittfestplatte, hier laufen alle aktuellen Projekte drüber, und ein Archiv. Diese beiden sind gespiegelt voneinander, beziehungsweise im Archiv ist ein bisschen mehr drin. Hier sind nämlich die ganzen RAW-Dateien drin. Nach einem Monat schiebe ich nämlich alles, was hier drauf ist und einen Monat nicht angerührt worden ist, hier drauf und lösche es dann anschließend hiervon. Alles ist vielleicht ein bisschen gelogen, weil hier sieht man jetzt meinen gespiegelten YouTube-Ordner. Ich habe hier den Ordner Help und hier diesen Ordner nicht. Hier sind nämlich Sachen, auf die ich immer wieder zugreifen muss. Die brauche ich allerdings nicht hier drauf, weil ich sie immer zur Hand haben möchte. Das Archiv können wir jetzt aber schließen und dann mal in meinen Leo-Film-Ordner rein. Hier haben wir die unterschiedlichen Reihen, die ich habe. Auch hier habe ich nochmal einen Help-Ordner. Hier ist jetzt mein Intro drin, also mein altes und mein neues. Das Intro, was
custom für die PC-Bildreihe gemacht worden ist, ist in der PC-Bildreihe. Und hier gucken wir uns auch ein Video von an. Und zwar das letzte Video findet ihr da oben verlinkt. Da haben wir das Ganze ja getestet bzw. zu Ende zusammengebaut. Wir haben jetzt hier zwei Kameras, einmal die A-Kamera, einmal die B-Kamera. Das habe ich meistens nicht. Das war jetzt bei der PC-Bildreihe, haben wir komplett auf zwei Kameras gedreht. Deswegen existieren hier zwei Kameraordner. Ansonsten ist das ein Materialordner. Und dann haben wir hier noch zwei Sachen, die musste ich nachdrehen, weil ich den PC am Ende von diesem Shoot erst ungefähr 20 Stunden lang getestet habe. Dann sind hinten noch das Thumbnail und das Video mit dem Titel da drin, dass ich die ganzen Sachen immer relativ schnell finde. Ich nehme mir dann, wenn alles auf in den zugehörigen Ordner kopiert ist, all mein Material, gehe in Premiere und ziehe es mir hier in mein Workspace. Das hier ist ein Custom Workspace. Also falls das bei euch nicht so aussieht, ist das vollkommen normal. Ich habe eine große Timeline. Ansonsten habe ich hier oben drei Fenster drin, damit ich schön arbeiten kann. Hier ist das meiste an Sachen drin, die ganzen Ablagen und Effekte, das Informationspanel. Das sind im Prinzip die einzigen Sachen, die ich benutze. Natürlich gibt es so Sachen wie Essential Graphics oder Color Grades, dafür wechsle ich aber hier oben den Tab. Sind nun aber alle Sachen in meinem Media Bin, dann erstelle ich mir eine Sequenz, die die Maße hat, die sie haben soll. In meinem Fall sind das meistens 25 Bilder pro Sekunde auf Full HD. Ich nehme zwar 4K auf, meine B-Kamera kann kein 4K, das könnte ich zwar ohne Probleme hochskalieren, allerdings bräuchte ich dann Ewigkeiten zum Rendern und das will ich nicht. Meine Videos schneide ich wie jeder andere mit dem Rasierklingentool und dem Auswahltool und was es sonst noch gibt. Dazu kann ich, wenn ihr wollt, auch nochmal ein Video machen. Wenn ihr das wollt, lasst mich das unten in den Kommentaren wissen. Wo ich mich vielleicht ein bisschen unterscheide von anderen YouTubern, ist mein Color Grade Prozess. Und zwar grade ich hier mit Einstellungsebenen. Deswegen sieht das Ganze hier so bunt und groß aus, weil ich habe einmal meine A-Kamera in der Farbe und meine B-Kamera in einer anderen Farbe. Genauso wie das Grade. Das Grade für die A-Kamera ist bei mir immer gelb und das Grade für die B-Kamera ist immer magenta, beziehungsweise Effekte, beziehungsweise die Anfangseffekte sind auch bei mir magenta. Also die Unschärfe und die Schrift. Ohne Grade sehen meine Clips so auf. Ich nehme in einem Custom-Log-Profil auf, grade das Ganze dann. Auch dazu kann ich, wenn erwünscht, nochmal ein separates Video machen, damit es dann ein bisschen schöner und szenischer aussieht. Auch Grafik mache ich komplett in Premiere Pro. Das liegt daran, dass ich es da drin kann, auch wenn es umständlicher ist und nicht so gut geht, finde ich. Dennoch ist besser als in After Effects, da ich hier weiß, wie es geht. Hier bei dem habe ich direkt ein Profil genommen, was ich nicht groß rumgraden muss. Deswegen unterscheidet sich dieser Clip auch sehr stark von diesem Clip, weil ich nicht so viel Zeit hatte, da schön was aufzubauen. Gerade das Licht und das Mikrofon hat schon lang genug gedauert. Und ich gucke extrem blöd auf diesem Bild. Mein Grade Panel sieht so aus. Dann kann ich nämlich hier meinen Lumetri Scope aufmachen und habe hier meine Farbkorrektur. Gehen wir wieder zurück in mein Editing-Ding. Ich habe hier auch ein Edit Big und ein Two-Screen. Das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil ich nur einen Monitor gleichzeitig aufnehmen kann. Schauen wir uns mal ein anderes Projekt an. Und zwar haben Timon und ich unseren Abi-Streich gesehen. Da haben wir einen kleinen Teaser auf Instagram gepostet. Falls ihr den Lebimonia-Kanal nicht auf Instagram folgt, ich verlinke euch ihn mal unten in der Infokarte. Geht leider nicht, weil man YouTube-Partner sein muss, um Links in die Infokarte zu machen, was extrem blöd ist. Das ganze Projekt sieht so aus, also nur der Media-Bin. Hier habe ich dann einmal eine Edit-Timeline und einmal eine Material-Timeline. Die stapel ich auf meinem zweiten Monitor übereinander. Bei mir ist der Edit unten und das Material
oben. Dann kann ich durchs Material gehen, mir die Sachen einfach direkt runterziehen. Ich muss das hier leider rausblurren, weil ich nicht weiß, ob die Leute, die man hier sieht, auch auf meinem YouTube-Kanal gesehen werden wollen. Das hier sind unterschiedliche Shot-Wichtigkeiten. Also der unterste Layer ist, ja, das ist ganz cool, kann man machen. Das hier ist, oh, sehr geile Aufnahmen, die sollten rein. Und diese beiden hier oben sind Aufnahmen, die auf jeden Fall rein müssen. Hier habe ich das Ganze nur in zwei unterschieden, weil ich es hatte, wo ich sagen musste, oh, dafür brauche ich jetzt nochmal ein drittes Layer. Später wurde ich dann bei Materialsichten zu faul und bin einfach nur noch durchgegangen. Der Workflow ändert sich auch im Laufe eines Edits. Kommen wir jetzt zum Abschluss meines Edits. Das Rendern. Hierzu drücke ich das Kürzel STRG M. Ich habe jetzt hier Dateien, die offline sind. Damit bin ich dann im Export-Mode. Ich exportiere immer über den Encoder, weil ich häufig zwei oder drei Versionen von einem Video exportiere. Einmal eine für YouTube, einmal eine fürs Archiv, die ist ein bisschen größer, und ab und an auch mal eine kleine, die man dann mit dem Handy gut rumschicken kann, weil sie halt nicht unendlich groß ist. Diese Dateien enden dann wieder in dem Ausgangsordner. Das ist jetzt hier das fertige Video, dann entsteht dazu noch ein passendes Thumbnail, beides wird hochgeladen, kurz eine Videobeschreibung dazu geschrieben und dann war's das auch schon mit dem Video. Und es war's nicht nur mit diesem Video bzw. dem Video, sondern auch mit der kompletten PC-Bildreihe. Die endet nämlich jetzt mit diesem Video. Ab Sonntag gibt es wieder normale Videos, diesmal ein Zuschauerwunsch von euch, aber bis dahin bleibt fresh und ciao.